Hallo, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Gebt Ihnen schon mal auf, was Sie alles für eine Finanzierung brauchen. Oder wer von Ihnen weiß das schon? Also nicht, dass ich Ihnen was erzähle, wo Sie sagen, wissen wir längst. Ne? So heißt nein, so heißt ja. Okay, gut. Also, Finanzierungscheck. Das heißt, in dieser jetzt aktuellen Marktsituation, hier Großraum Hamburg, Juni 2014, sprecht das extra da drauf, weil das in 3 Jahren vielleicht wieder anders aussieht. Ist es so, dass Sie im Grunde, wenn Sie sagen wollen, Sie wollen kaufen, dass Sie eigentlich alles schon parat haben sollten. Ja? So, was brauchen Sie, um die Finanzierung zu checken? Schreiben Sie mal mit. Also, ich mache das jetzt abwechselnd für Angestellte, Selbstständige. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen auch so eine Checkliste nochmal zumailen. Das kann ich auch machen. Ich gehe es trotzdem mit Ihnen mal durch, ja, damit Sie genau wissen, was Sie brauchen. Also für die Angestellten, da geht es ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher. Letzten 3 Gehaltsbescheinigungen. Wenn Sie zusammen kaufen von beiden, ja, sollten Sie noch einen 400-Euro-Job oder 450-Euro-Job zusätzlich haben, auch davon die letzten 3 Gehaltsbescheinigungen. Ganz wichtig, Sie sollten, wenn es irgend geht, nicht in irgendeiner Probezeit sein. Ja? Oder, ich habe jetzt einen Fall, die sind von Düsseldorf nach Hamburg umgezogen. Er kam im Januar, da hatte er gerade 3 Wochen seinen neuen Job. Hatte schon das neue Haus. Da habe ich gesagt, jetzt müssen wir irgendwie eine Möglichkeit finden, wie wir diese 6 Monate Probezeit überstehen. Das haben wir dann mit viel Verhandlungsgeschick mit der Verkäuferin. Die hatten sich Gott sei Dank ineinander verliebt. Ja, Käufer und Verkäuferin, von daher ging das. Also, aber, ja. Aber das ist schon möglich. Also wenn der eine Partner einen festen Job hat, kann man auch, wenn man meinetwegen einen befristeten Vertrag hat oder sowas. Ja. Oder in der Probezeit noch ist. Ja, 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 also ich sage immer, das ist eine Frage der Vorbereitung. Es gibt Banken, das sind speziell diese ganzen Direktbanken, Internetbanken, die sagen, kommen Sie wieder, wenn die Probezeit um ist. Bei ein paar kleineren Banken ist es so, dass die schon mal sagen, naja, kann der Arbeitgeber vielleicht kurz einen Dreizeiler aufsetzen? Ja, ist er mit Ihnen, wie die Tendenz, ist er mit Ihnen zufrieden oder schreibt da vielleicht so eine Birne, den will ich sofort loswerden, ja, was auch immer, dann kann man das umgehen. Ja, also dann kann man auch, wie soll ich sagen, dann kann man auch mit dem Banker, also wie soll ich sagen, die meisten arbeiten heute nur noch nach Schema F. Ja, ich bin ja langsam Dinosaurier, aber ich kenne noch so ein paar andere Dinosaurier, die das schon seit 20 Jahren machen, die ich auch seit 20 Jahren kenne, wo man dann auch mal sagen kann, komm, lass mal 5 gerade sein oder wie können wir es darstellen? Oder er sagt mir, okay, Finanzierung mache ich grundsätzlich, wir müssen zwar noch einen Moment warten, bis das Schreiben da ist, aber mit den Eckdaten, wenn er jetzt nicht gefeuert wird, machen wir das. Ja, also ganz wichtig. Dann die Gehaltsbescheinigung vom Dezember des Vorjahres. Also jetzt aktuell Dezember 2013. Und dann, auch das wollen nicht alle Banken machen. Ich versuche Ihnen hier so einen ja, kleinsten gemeinsamen Nenner zu geben. Die meisten Banken wollen dann auf jeden Fall noch den letzten Steuerbescheid haben. Also Einkommensteuer, das was vom Finanzamt kommt, auf diesem Ökopapier. Und viele Banken wollen auch noch die letzte Steuererklärung haben. Ja, ja, die werden immer gieriger. Also ich sage schon, einige Banken wollen mittlerweile die Schuhgröße der Urgroßmutter väterlicherseits haben. Also bereiten sich schon mal drauf vor. Kann ich Ihnen sagen, um dann zu gucken, ob da vielleicht irgendwie Unterhaltszahlungen, die in der Selbstauskunft nicht drinstehen, ob Sie, was weiß ich, Riesenfreibeträge haben, weil Sie, keine Ahnung, jeden Tag 200 Kilometer zur Arbeit fahren und all solche Sachen. Ja, aber es ist von der Tendenz, also das vielleicht nochmal ganz wichtig, das, was ich Ihnen vorne alles erzähle, finde ich auch nicht gut. Aber ihr erzählt es Ihnen eben, wie die Praxis aussieht. Ja, also, ja, weil ich hatte auch schon mal einen Teilnehmer, der guckte mich also 3 Stunden lang sowas von grimmig an. Ich so, hey, ich bin hier nicht der Böse, ich erzähle Ihnen nur, was die Banken wollen, ja? So, okay.
Also Steuerbescheid, Steuererklärung. Dann, ganz wichtig, das im Grunde, was Sie angespart haben. Sei es jetzt Bausparverträge, sei es Lebensrentenversicherung, Riester, was gibt es sonst, Sparbuch, Aktiendepot. Ja? Und zwar dort, also beim Bausparer nicht irgendwie die Bausparsumme, ne? Die ist meistens enorm hoch, sondern das, was tatsächlich an Eigenkapital angespart ist. Ja? So, was brauchen Sie sonst noch? Personalausweiskopie vor der Rückseite? Ja, mit einem schönen Foto? Nein, das war ein Spaß. Was brauchen wir sonst noch? Jetzt muss ich mal selbst, ich habe meine Checkliste, ich gebe die immer so raus. Ja, wenn es sowohl als auch, wenn Sie Unterhaltszahlungen erhalten sollten, den Bescheid, den offiziellen darüber, wenn Sie es zahlen müssen, dann sowieso, dann brauche ich auch den offiziellen Bescheid. So, das war's eigentlich. Das sind also für die Angestellten. Baufinanzierung, Schütt.